Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit der Aktion Die Suche nach den Sternen. Stern der Zukunft am Ende des Winds. 50 Dinge, die reisende Gelehrte wissen müssen. Nummer, jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, 67? Für reisende Gelehrte ist die Fähigkeit zur Schreibtischarbeit, 37, Leute. Für reisende Gelehrte ist die Fähigkeit zur Schreibtischarbeit essentiell, aber eine starke Überlebensfähigkeit darf auf keinen Fall fehlen. Die Fähigkeit, Windgleiter und andere Hilfsmittel verwenden zu können, ist ideal. Okay, also wir müssen wahrscheinlich gleiten. Wir sind heute, sieht man hier schon auf der Karte, wieder in der Wüste von Sumeru und, keine Ahnung. Hier halt. Genau. Dann gucken wir mal. Aber das Problem ist ja eigentlich, dass man das Ding beim Gleiten ja gar nicht aktivieren kann. Also, beim Gleiten nicht. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung das zeigt, man sieht so schlecht. Bin ich mir jetzt echt unsicher. Da lang. Vielleicht interpretiere ich da schon wieder zu viel hinein. Weil irgendwie sehe ich jetzt nicht ganz, wo uns das Gleiten irgendwas bringen soll. Aber ich glaube, ich habe es eh schon gesehen, da oben ist es. Also ich meine, ich habe es gerade gesehen. Da oben hat gerade irgendwas geleuchtet. Oder auch nicht. Bin mir eigentlich sehr sicher, dass es da oben gerade geleuchtet hat. Schauen wir mal schnell. Nö? Oh. Habe ich mich tatsächlich vertan. Mein Fehler. Ah, nee. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich es wirklich gesehen habe, weil ich es mir wirklich nur eingebildet habe. Ah, egal. Zack. Schon wieder solche Herausforderungen sind wir noch davor noch schon begegnet. Keine Ahnung, wer das so schnell lesen soll. Mia wäre schon schön, wenn du auch auf den Gegner zielst. Gegen den wir kämpfen wollen. Und das war's. Für dich ist das immer alles ein Kinderspiel, Paimon. Sorry, das ist gerade ein bisschen laggt. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht wieso. Sehr ungewöhnlich. Wait. Ach, da ist er. Naja, umso besser, dass es heute wieder sehr schnell ging. Wollte wohl einfach nicht so ganz. Naja, danke euch auf jeden Fall trotzdem fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein. Ciao, ciao.